Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es wieder um Änderungen zum 1. April 2025, also in einem Jahr. Wir hatten das ja schon mal kurz besprochen zum Thema Lieferantenwechsel 24, da kommt ja auch noch einiges mehr hier auf dem Kanal. Jetzt geht es um die EDI@Energy-Dokumente, also auch die EDIFACT-Formate, die zum April 25 angepasst werden. Da ist nämlich jetzt die Konsultation gestartet. Das ist eine kleine Besonderheit normalerweise. Beginnt die Konsultation 8 Monate vorher und dann die Veröffentlichung der verbindlichen Dokumente ein halbes Jahr vorher, ne, vor Umsetzungstermin. Jetzt beginnen wir die Konsultation ein Jahr vorher und werden dann wohl zum Juni, also 10 Monate vorher, die verbindlichen Dokumente sehen. Das ist eine kleine Besonderheit. Warum? Naja, wir gucken nochmal rein, weil wir gleichzeitig ja diese enorme Anpassung im Kontext des 24-Stunden-Lieferantenwechsels haben. Das haben wir das letzte Mal schon besprochen. Wir haben die 4 GBKE-Teile, die 2 WIM-Teile mit dem Beschluss. Das alleine in der doppelseitigen Ausdrucksform, ne, also praktisch 4 Seiten pro Blatt, ist so viel Papier. Ne, also 4 Seiten, hier nochmal so dargestellt, ne, also kleingedruckt, so viel Papier. Nur der Beschluss und die Lesefassungen der 4 GBKE und 2 WIM-Teile. Für mich ist das ja wichtig. Ich muss es ja wirklich fundamental komplett durchdringen. Deswegen habe ich das in digitaler und ausgedruckter Form, aber wenigstens, ne, 4 Seiten auf einem Papier. Nun kommt noch was dazu. Wir haben zwischenzeitlich die Veröffentlichung bekommen der Aktivitätsdiagramme für GBKE und WIM in dieser zukünftigen Form. Und das zusammen in gleicher Form ausgedruckt ist nochmal ein bisschen mehr Papier, ne, hier vom BDW, nochmal ein bisschen mehr Papier, auch kein Problem. Super hilfreich werden wir in einem anderen Video noch auseinandernehmen. Ne, da habt ihr also hier solche Flussdiagramme. Ne, das sind die Aktivitätsdiagramme, die wir in der Branche nutzen. Aber was jetzt noch dazugekommen ist, praktisch heute, am 2. April 2024, ist die Mitteilung Nummer 40 zu unseren wunderbaren Datenformaten. Wir machen da jedes Mal Content dazu. Hier beginnt nun also die Konsultation für die EDI@Energy-Anpassung in einem Jahr. Und ihr seht schon, dass da eine ganze Menge wieder zur Änderung bereitsteht. Also mal kurzer Überblick. Erstmal API-Thema. Das ist ja die besonders schnelle Übertragung von Daten, könnte man sagen, in unserem Kontext. Ne? APIs sind immer Schnittstellen, mal ganz einfach ausgedruckt, zwischen IT-Systemen. Und hier geht es dann vor allem darum, die Marktlokations-ID jetzt sehr, sehr schnell immer identifizieren zu können zwischen zwei Marktpartnern, um dann später auch Prozesse da schnell durchlaufen lassen zu können. Und insbesondere die Guideline ist jetzt hier mal interessant, weil da so eine kleine Erklärung, eine technische Erklärung vor allem drin steht, wie dieses API-Thema so funktioniert und gedacht ist. Wichtig, dabei ist es ja immer noch eine Konsultationsfassung. Deswegen sollte sich jeder, der sich da mit diesem Thema weiter auseinandersetzen will, auch wirklich mal reinschauen und eben versuchen, einen Überblick darüber zu bekommen, was das für eine Bedeutung für einen selbst hat. Diese API-Guideline beschreibt jetzt mal technisch, was man hier eigentlich macht mit dieser API-Schnittstelle. Das ist also durchaus ein relevantes Dokument. Ansonsten, ne, allgemeine Festlegungen, Prüfis, wir haben ja ganz oft jetzt Verweise darauf, dass wir ja nun mal die GBKE und WIM fundamental ändern, dass sich deswegen auch so Kapitelnamen, Prozessnamen ändern und das muss hier jedes Mal natürlich referenziert werden. Also das sind viele der Anteile, warum es hier dann Änderungen gibt. Das heißt, wer sich mit GBKE und WIM fundamental beschäftigt, der wird dann hier vieles wiederfinden. Ja, ist also nicht alles neu. Das bedeutet aber auch, weil wir jetzt hier einmal die Welt komplett ändern, lohnt es sich dann dieses Mal hier wirklich auch komplett einmal durchzusteigen. Das ist aber ein Zeitaufwand, den muss man irgendwie neben der Arbeit ja schaffen als normaler Energiewirtschaftler. Geht kaum. Wir werden also hier versuchen, auf dem Kanal und mit unseren Dienstleistungen, mit unseren Seminaren und Consultings das irgendwie auch abzufedern. Wir sind dann natürlich Apparat Control. Das ist auch wichtig, dass wir da sehr schnell Meldungen in Zukunft bekommen, weil wir ja diese 24-Stunden Umsetzungsfrist auch haben. Das heißt, auch so Hin- und Her-Sendungen zwischen den Marktpartnern müssen ja dann sehr, sehr schnell passieren können. Also hier gibt es auch ein paar Anpassungen in diese Richtung. Machen wir nochmal separat. Herkunftsnachweisregisterdokument, der IFZA-Status, die Invoice-Rechnung, der MS-Cons-Energiemengenübertragung, Orders, Bestellungen und Rückmeldung dazu, der Price-Catalog für Preisblätter, der Bestellprozess, die UTTS, also unser, ich sag mal, auch Zählzeiten-Dokument und Berechnungsformel-Dokument. Ne? Zählzeiten und andere haben wir hier in den Definitionen drin.
Und dann natürlich unsere UTMD, die sich natürlich fundamental ändert, weil wir die GPKE ja nun mal so fundamental auch ändern. Da gucken wir auch gleich mal leicht rein und auch nochmal hier Codeliste, Konfiguration, also doch eine ganze Menge. Natürlich auch die Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten. Also allein schon an der Menge der Dokumente seht ihr, wir werden neben der Neueinführung von GBKE und WIM auch eine ganze Menge dazu passende Formate sehen, die hier angepasst werden. Diese Konsultation, die zum 1.4.25 ja dann eine Wirkung entfalten soll, diese Konsultation läuft jetzt bis Ende April. Also ihr seht ja hier 29.4. Bis dahin kann man nun als Energiewirtschaftler und Energiewirtschaftlerin eine Rückmeldung geben über die bekannten Formate. Ganz unten ist ja immer hier das Formblatt für den Konsultationsbeitrag verlinkt. Je nach Thema könnt ihr hier dann das entsprechende Dokument nehmen. Und wenn ihr was für die UTMD habt, nehmt ihr hier alle weiteren EDI-Energy-Dokumente. Wenn ihr was für das Entscheidungsbaumdiagramm habt, nehmt ihr natürlich das erste. Wir gehen gleich noch auf die weiteren Hinweise hier, weil die sind super interessant. Erstmal kurzer Blick rein. Beispielsweise ist das UTMD-Anwendungshandbuch. Wir haben hier jetzt ja mittlerweile 731 Seiten. Es ist so, dass wir hier etwas sehen gleich, was dann auch in dem Hinweistext erwähnt wird. Wir haben hier so ein paar ergänzende Kapitel bekommen. Hinweis zum Kapitel Information, Privilegierung, NFG. Regeln zu einzelnen Anwendungsfällen. Dann seht ihr hier Kündigung, Stammdaten oder meinetwegen Pflichten von berechtigten Verantwortlichen, Qualität der Daten, Kundenanlage und so weiter. Das sind jetzt ergänzende Informationen, die helfen sollen, um die Gesamtprozesslogik zu verstehen. Das heißt, wer jetzt einen Weg reinwärts finden will, kann damit beginnen. Das wird auch gleich nochmal genau zu lesen sein. Ich greife hier ein bisschen vor. Auch hier nochmal Zusammenspiel, Konfigurations-ID und OBIS und dann hier nochmal Lokationsbündelstruktur. Also die Kapitel 4 bis 7 sind so ein bisschen Ergänzungskapitel, die kann man erstmal eingehend sich durchlesen, mehr oder weniger als Prosatext, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was sich jetzt fundamental ändert. So ein kleiner Hinweis. Und danach Anwendungsübersicht GBKI Teil 2 und Teil 4, weil das die Bereiche sind, in denen die UTMD so fundamental genutzt wird. Während die Teil 3 mit den Smart Metering-Themen ja mehr so auch über API-Webdienste zum Beispiel laufen wird und ähnliches. Aber hier seht ihr ja klassischerweise Kündigung und Lieferantenwechsel-Themen, Anmeldung, Abmeldung. Das ist ja dann GBKI Teil 2 Zuordnungsprozesse. Und Teil 4 sind unsere ganzen anderen Themen, wo ihr dann eben auch die Standardänderungen und Co. hier in der UTMD sehen könnt. Danach noch ein bisschen WIM, noch ein bisschen Netzbetreiberwechsel, noch ein bisschen E-Mobilität. So wie immer. Ihr seht hier keine Änderungshistorie. Bin mir unsicher, warum im AHB keine Änderungshistorie ist. Eventuell, weil das so viel hier geändert wurde. Wenn ihr einen haben wollt, geht in die MIG. Ich bin jetzt hier schon runtergesprungen, Seite 566 von 579 im Implementierungshandbuch. Dort habt ihr eine Änderungshistorie für die UTMD. Und dort seht ihr aber auch schon, hier wird in den neuen Prozessen nicht mehr benötigt, wird für die neuen Anwendungsfälle benötigt, nicht mehr benötigt und so weiter. Wir haben jetzt hier natürlich fundamentale Änderungen in der GBKE selbst, also auch in den Prozesswelten. Und dementsprechend fallen manche Prozesse selbst oder deren Status und dementsprechend auch ein Code weg oder kommt neu dazu. Das ist also das, was wir hier größtenteils sehen, wenn man doch so weiter durchscrollt. Ihr seht Anpassungen wegen unseren aktuellen Änderungen. Das ist so das Hauptsächliche an auch der UTMD. Wir werden das aber tatsächlich dann nochmal separat durchnehmen müssen, weil es so viel ist. Im Entscheidungsbaumdiagramm, auch hier bin ich nun mal in die Änderungshistorie reingesprungen, Seite 765 von 788, da seht ihr dann auch Anpassungen wegen Lieferantenwechsel 24 Stunden und hier vor allem eine ganze Menge Anpassungen wegen 24 Stunden Lieferantenwechsel. Das ist also auch der Hinweis, was wir hier vor allem an vielen Stellen sehen werden. Und dann so ein paar weitere Anpassungen im Kontext zum Beispiel hier 14a steuerbare Verbraucher und deren Abrechnung, wo wir hier Änderungen haben. Also doch auch eine ganze Menge. So, jetzt haben wir hier Hinweise weiter unten grundsätzlich. Hier wird nochmal darauf hingewiesen, es geht halt um den Lieferantenwechsel 24 Stunden. Hier wird auch nochmal auf die Aktivitätsdiagramme verwiesen, also was ich gerade gezeigt habe beim BDW, dass wir hier diese PDFs haben mit den Flussdiagrammen, Aktivitätsdiagramm. Hinweise nochmal auf die API-Webdienste, da wird es auch hier nochmal was Richtung August geben. UTMD die Hinweiskapitel, das was ich gerade schon mal erwähnt hatte, Kapitel 4 bis 7, hier wird dringend empfohlen, diese vor dem Studieren der einzelnen Anwendungsfälle zu lesen.
als Hinweise. Kundenanlage oder auch der virtuelle Summenzähler. Das ist ja ein Thema, was jetzt zwischenzeitlich auch nochmal gekommen war. Zum April 24 ist das ja nun auch nochmal geändert worden in der UTMD, dass die Grundlagen für die Marktlokation Kundenanlage hier insbesondere noch reingeworfen wurde. Und dann eben auch der Prozess, wie man dann den Zusammenschluss von mehreren zusammengehörigen Malos umsetzen kann, das ist hier explizit nun umgesetzt und ausformuliert. Und dann eben das Thema, ich hatte es vorhin auch mal erwähnt, Abrack und Control, ne, Verkürzung von Fristen, dass wir hier eben in der Control Abrack AHB eine Anpassung haben, um eine frühzeitigere als heute übliche Information über die Verarbeitbarkeit einer Nachricht zu bekommen. Deswegen wurde die Anerkennungsmeldung zur verbindlichen Anwendung in GPG und WIM-Strom ausgeprägt und entsprechende Passagen hier eingefügt oder angepasst. Also doch eine ganze Menge fundamentaler Änderungen. Ich bin jetzt fast schon so weit zu sagen, dass die Änderungen zum 1. April 25 die vielleicht größten überhaupt in der Regulierungswelt der Energiewirtschaft sein könnten. Es ist schon ganz schön viel, weil wir ja auch so ein paar Sachen jetzt grundsätzlich anders denken wollen in Zukunft. Ja, weil wir so diesen großen Digitalisierungsschritt gehen. Der Lieferantenwechsel 24 muss ja nun auch kommen, weil es ja gesetzlich und auch europarechtlich vorgeschrieben ist. Wir müssen ab 2026, auf jeden Fall ab Januar 2026, diese Umsetzbarkeit innerhalb von 24 Stunden haben. Ja? Es kommt immer noch darauf an, was sind die Kündigungsfristen im Vertrag zwischen meinem Versorger und mir, aber die Umsetzung dann zwischen Versorgern und Netzbetreibern, das muss innerhalb von 24 Stunden dann immer laufen. Heißt, wenn ich keine Kündigungsfrist habe, könnte ich theoretisch jeden Tag meinen Versorger wechseln, mal so rein theoretisch gedacht. Das ist ja etwas, was wir früher gar nicht kannten, also war völlig unvorstellbar. Und das zusammen auch mit dem Synchronmodell Bilanzierung und Netznutzung gleichzuziehen, auch bei Standard-Lastprofil-Kunden, dementsprechend keine rückwirkenden Zuordnungen mehr so richtig zuzulassen. Und so weiter. Das ändert gerade schon einiges so grundsätzlich. Ich bin ja seit 2011 in der Branche. Ich kann mir vorstellen, dass die grundsätzliche Einführung von GBKE, WIM und Co. damals, 2008, 2010, 2012, wo es große Schritte dann jeweils immer mal gab, dass das vielleicht insgesamt heftiger war, weil man aus einer ganz anderen Welt noch kam. Aber ich sage mal so, innerhalb dieser regulierten Welt, also innerhalb der letzten 10 Jahre, dürfte das jetzt wirklich das Vollumfänglichste sein, was wir erleben. Weil einerseits, wie gesagt, GBKE und WIM auf mehrere Seiten auf pro Blatt Papier gedruckt. Es wäre eigentlich viermal so viel. Das und dazu noch hier diese Änderung in unseren, ich weiß nicht, 30 Formaten. Also schon viel. Das ist schon viel. Deswegen wird jetzt zum Oktober 24 ja nicht so viel passieren. Wir haben jetzt mit AS4 ja auch eine heftige Einführung zum April 24. Weniger Prozessuales, ist ja nicht ganz so viel passiert. Und dann April 25, das ist dann nochmal so der richtige Schlag. Wir hatten ja Oktober 23 mit dem Universalbestellprozess doch relativ viel zu tun. Und jetzt wird es eben zum April 25 heftig werden mit dem 24-Stunden-Lieferantenwechsel. Der ja zwar grundsätzlich GBKE und WIM ändert, aber damit, da denkt man sich, ja gut, Bilanzierungsprozesse sind nicht betroffen. Ja doch, nur halt nicht die MABIS. Aber es gibt auch Bilanzierungsregeln, die in der GBKE ausformuliert sind. Eben genau zum Beispiel das Synchronmodell. Es ist halt wirklich umfassend, was sich jetzt ändern wird zum April. Und deswegen werden wir das hier auf dem Kanal für euch kostenfrei noch weitgehend bearbeiten über die nächsten Wochen und Monate. Und dann wird das natürlich auch die Grundlage dafür sein, dass ich mein Abo-Modell Marktkommunikation jetzt einmal wirklich relaunche. War noch nicht komplett fertig gedacht und das muss ich jetzt eben nochmal komplett neu machen. Das ist auch nicht schlimm. Alle, die da schon mal Kunde waren, ich habe das schon mal erwähnt, kriegen kostenfreien, sehr langen Zugang dann dafür, weil ich glaube, es ist auch notwendig ist, irgendwelche Quellen zu haben, mit denen man sich hier dann tiefgreifend auseinandersetzen kann. Da werdet ihr alle demnächst nochmal informiert werden. Alle, die Kunden waren, sowieso per E-Mail. Und ansonsten hier auf dem Kanal werde ich das dann mitteilen, sobald ich das launchen werde. Und dann natürlich, ich mache regelmäßig Seminare und Consulting in dem ganzen Kontext, ne, Marktkonfigurationsänderungen und Co. Also wenn ihr dann als Stadtwerk, als Netzbetreiber, als Versorger, Konzern sagt, wir müssen uns dann mal damit beschäftigen, was hier zum April 24 kommt,
kontaktiert mich. Ich werde eine Landingpage dafür dann noch erstellen, damit ihr sowas wie Seminaranfragen und Co., Workshop-Anfragen und Co. platzieren könnt. Tja, das ist viel. Also wirklich viel. Habt ihr eine Meinung dazu? Fragen und Anmerkungen? Freut ihr euch drauf, was im April 25 passiert? Dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos zu diesen Änderungen nicht verpassen werdet. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.